Wir haben jetzt hier die neue HDS Pro Serie. Das ist die Nachfolgerserie der HDS Live Geräte, die ja schon ein paar Jahre auf dem Markt sind. Äußerlich hat sich nicht so viel verändert. Man sieht Hardware immer noch die gleiche. Bedeutet natürlich, dass Kabel, Bügel und so weiter der HDS Live Serie auch passt für die Pro Serie. Sonst sehe ich hier das blaue Wegpunkt. Der Wegpunktknopf und das blaue Symbol hier unten. Was aber eigentlich interessanter ist, ist, das Innenleben hat sich grundlegend verändert. Wir haben einen schnelleren Prozessor eingebaut und vor allem, wir haben zwei neue Sonar-Module eingebaut. Bis jetzt beim HDS Live hatten wir nur ein Sonar-Modul, zwar zwei Anschlüsse, aber ein Modul. Jetzt haben wir zwei Module und das Gerät unterstützt jetzt die neuen Active Imaging HD-Geber, komplett neu entwickelter Geber für bessere Side-Scan und Downscan und auch Side-Scan und Downscan im Megahertz-Bereich. Also wir können jetzt nicht nur 455 und 800 kHz, sondern auch 1,2 MHz im Side-Scan, Downscan. Riesenvorteil, viel klareres Bild und viel weitere Reichweite im flachen Wasser. Also vor allem, wenn man im unter 5 Meter, 3 Meter Side-Scan verwenden will, hat man da riesig große Vorteile. Die Geräte kommen in 16 Zoll, also das Riesengerät hier, in 12 Zoll, in, hole ich mal von hier hinten raus, in 10 Zoll und in 9 Zoll. Vor allem die 10 Zoll Serie ist neu für uns. Bis jetzt hatten wir immer nur 9, 12, 16 und 7 Zoll. Wir haben jetzt aber gemerkt, 7 Zoll haben wir eine Einstiegsserie und die Leute tendieren zu größeren Bildschirmen. Deswegen fangen wir bei der 9 Zoll Serie an und schließen jetzt hier die Lücke. Man sieht es von der Größe her, ist zwar nur 1 Zoll Unterschied, aber ist genau halt in der Mitte drin. Sonst unterstützt das neue Pro-Gerät auch die neuen Active Target 2, die wir rausgebracht haben. Neues Live-Sonar, ist auch kompatibel mit den vorhergehenden Serien. Aber was jetzt hier bei den HDS Pro besonders ist, ich kann jetzt zwei Geber und zwei Blackboxen anschließen und kann dann das Gerät kombiniert die beiden zusammen. Und zwar nicht nur in zwei Splitscreens, sondern in einem Bild. Also man kann zum Beispiel im Scout-Modus nicht nur nach vorne scannen, sondern in 270 Grad um das Boot komplett herum als Live-Sonar. Das gleiche geht nach unten, also dass man nach unten scannt und nach vorne scannt gleichzeitig und das in einem Bild angezeigt wird. Wird dann auch nur mit den HDS Pro funktionieren. Hat natürlich einen riesen Vorteil, dass ich unterm Boot, vorm Boot, sehe überall, ich kann den Fisch ganz einfach verfolgen und habe dadurch halt einfach riesen Vorteile, auch den Fisch nicht zu verlieren. Active Target 2 hat natürlich, ist ein neuer Geber, eine neue Blackbox, hat natürlich viel weitere Reichweite und auch höhere Auflösung als Active Target 1. Die Geräte unterstützen natürlich auch weiterhin Active Target 1, kann die auch kombinieren. Was auch neu ist, wir können jetzt eine Ping-Synchronisierung machen. Das bedeutet, die Geräte werden alle zusammengeschlossen über ein Kabel und dann weiß der Kartenplotter, wann welches Echolot sendet und dadurch gibt es keine Störgeräusche mehr im Echolot. Also wenn man jetzt ein normales 2D oder 3D Sonar laufen lässt und Sidescan, dann hat man zum Beispiel kein Pulsieren mehr im Bild. Auch wenn man mehrere Geber laufen lässt, werden die automatisch synchronisiert. Geht bis zu 5 Geräten, bis zu 5 Sonarquellen, also mehrere Geräte zusammenstellen und so weiter. Was auch sehr cool ist, wenn ich eine bestehende Anlage habe mit HDS Live und ich will jetzt die Features und Funktionen vom HDS Pro haben, kann ich zum Beispiel ein HDS Pro in das Netzwerk reinhängen und ich bekomme die Funktionalitäten dann auch auf dem HDS Live, bis auf diese Active Target 2 zusammengestitchte Bilder, die gehen nicht, aber das Megahertz zum Beispiel könnte man bekommen. Zusätzlich, was jetzt auch neu ist, ist, ich gehe mal ganz kurz nach unten und hol mal die Blackbox hier raus, ist die S3100 Blackbox. Auch zwei Sonar-Module, unterstützt auch Active Imaging HD. Kann ich jetzt, wenn ich ein HDS Live habe, ein Carbon habe oder ein Elite FS, kann ich die Blackbox anschließen und bekomme auch die Funktionalitäten vom Active Imaging HD-Geber, also Megahertz, bessere Sidescan, bessere Downscan. Kann also meine Anlage auch über diese Blackbox nachrüsten. Was diese Blackbox noch zusätzlich kann als Feature, ist, wir können jetzt Fish Reveal im Sidescan. Ich kann mal kurz zeigen, was Fish Reveal ist, weil vielleicht kennt es noch nicht jeder, ist ein exklusives Feature von uns. Normalerweise, wenn ich jetzt Downscan verwende, sehe ich ja sehr gut die Struktur, aber relativ schlecht die Fische, wenn ja nur als Punkte dargestellt. Im Sonar kenne ich die bekannten
Fischhaken und so weiter, aber die Strukturen werden nicht so schön dargestellt. Deswegen lassen die meisten Leute halt einfach ein Splitscreen laufen, auf einer Seite Sidescan, auf einer Seite Downscan, auf der anderen Seite normales Sonar. Was wir jetzt aber können, ist schon seit ein paar Jahren, aber ich zeige es nochmal, ist, dass wir über die Funktion Fish Reveal die Fischhaken auf dem Downscan überlagern. Also die leuchten richtig raus, ich habe die schöne Struktur angezeigt und ich sehe hier jetzt ganz einfach die Fische. Das geht jetzt, wenn man diese Blackbox verwendet, mit einem speziellen Geber, auch im Sidescan. Sidescan sich die Leute oft schwer tun, Fische zu interpretieren, was ist jetzt ein Fisch, was ist kein Fisch, weil ich meistens ja nur die Schatten sehe. Und jetzt mit Fish Reveal sehe ich dann die Fische richtig rausleuchten. Und ich habe jetzt erstmal die Kartenplotter gezeigt und die ganze Sonar-Technologie und so weiter. Wir haben natürlich ein volles System für das komplette Boot. Wir nennen das Ultimate Fishing System. Das geht los beim Trolling-Motor, wie jetzt zum Beispiel hier die Ghost-Serie, die wir haben, in drei verschiedenen Schaftlängen. Geht dann weiter zu den Kartenplottern, Sonar und so weiter. Ist alles aus dem Hause Lorenz zu haben. Was jetzt neu ist, seit Mitte letzten Jahres, wir gehören ja zur Brunswick. Wir sind die Navico-Gruppe und da gehört jetzt zu unserer Abteilung auch Motorguide dazu. Genau, und hier sieht man jetzt ein Beispiel der Motorguide-Motoren, die wir haben. Gibt's die weißen, sind für Salzwasser speziell entwickelt. Gibt es auch die schwarze Serie, gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Schaftlängen, verschiedenen Pfund, Thrust, Ratings, verschiedenen Voltangaben, 12 Volt, 24 Volt, 36 Volt, je nachdem, welches Boot man hat, welche Angelei man betreibt. Da gibt es für jeden den richtigen Trolling-Motor, auch voll verbindbar mit unseren Geräten und voll funktionell, Autopilot-Funktion und so weiter, läuft alles bei uns dann über die Geräte oder natürlich hier über die Fernbedienung, gibt es auch noch dazu, oder ein Fußpedal, wie man es haben möchte.